Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video von E-Bike TV und in diesem Video geht es um Klamotten für Frühjahr, Sommer und Herbst. Und ja, ich hatte einen ganz besonderen Anlass, warum ich jetzt dieses Video drehe und warum ich euch neue Klamotten vorstelle. Und welcher Anlass das ist, welche Klamotten ich euch vorstelle, das seht ihr in diesem Video. Mein Name ist Matthias Faber, ich bin Moderator von E-Bike TV, Sportwissenschaftler und begeisterter E-Biker. Und Grund, warum ich dieses Video drehe, ist eigentlich, dass ich einen neuen Helm brauche und auch neue Schuhe. Und deshalb wollte ich euch einmal so eine ganze Kollektion für Frühjahr, Herbst und Winter vorstellen, die ich jetzt auf jeden Fall in nächster Zeit fahren werde. Kernaussage ist, Rot ist das neue Grün. Aber jetzt mal zum Anfang, warum ich das gemacht habe. Und zwar bin ich die ganze Zeit, ja, wie ihr vielleicht aus allen Videos, MTB-Videos gesehen habt, diesen Switchblade-Helm gefahren. Und warum bin ich den gefahren? Weil ich den total klasse finde, weil der halt diese ganz runtergezogene Form hat. Einmal, dann ein tolles Visier, wo man halt die Helmkamera gut anbringen kann und auch innen drin halt dieses Mips verbaut ist. Und ich bin halt vor kurzem ziemlich heftig, habe ich mich eingeschädelt in so einem Wurzelfeld mit dem Kopf direkt auf so eine fette Wurzel drauf und ich bin ja schon echt paar Mal gestürzt. Und da hat es halt eigentlich normalerweise mal richtig im Kopf geklingelt und diese Energie ist zwar von dem Styropor des Helms halt abgefangen worden, aber es ist doch schon viel in meinem Kopf angekommen. Und da dieser Helm halt Mips hat, ich richtig gemerkt, wie ich aufgeknallt bin und dann echt eine Menge Energie halt über dieses Mips abgeleitet worden ist und irgendwie auch gar nicht an meinem Kopf angekommen ist und ich auch weiterfahren konnte, keine Gehirnerschütterung hatte. Aber ich dann feststellen musste, dass dieser Helm einfach nicht mehr passt, weil das Styropor kaputt ist und diese ganze Energie aufgenommen und das Mips auch nicht mehr funktioniert. Und eine goldene Helmregel sagt eigentlich auch, wenn man sich einmal richtig eingeschädelt hat mit dem Helm, dann sollte man den auf jeden Fall tauschen. Und aus dem Zweck, den tue ich mal weg, den hänge ich mir aufs Regal, habe ich mir wieder einen neuen Giro-Helm. Ja. 2021 bringt Giro diesen Manifest-Helm raus, der ja, ich sag mal, so ein guter Trail-Helm ist, der auch hier hinten so schön runtergezogen hat. Und was der hat diese Mips 2.0 und die nennt sich Shuriken. Und der Kerngedanke dabei ist eigentlich, dass du den Helm in zwei Teile hast. Das kann man vielleicht sehen, dass sich die obere Schale gegen die untere Schale bewegt und halt beim Sturz diese Energie wie ein Gelenk aufnimmt und die obere Schale gegen die untere Schale sich verschiebt und dadurch ganz viel Energie einfach mal nicht auf deinen Kopf kommt, sondern halt sozusagen abgeleitet wird und der praktisch in diesem Gelenk auch verpufft. Ja, zusätzlich hat der Helm, finde ich, auch eine gute Farbe. Hat halt hinten dieses Rädchen, um innen drin das Kopfteil zu verstellen. Man kann auch hier diese Teile so weit nach oben schieben, dass sie auch perfekt am Ohr sitzen, auf beiden Seiten. Und was der Helm natürlich auch hat, ist ein Magnetverschlusssystem, das es einem natürlich ziemlich einfach macht, auch mit dem Handschuh ist auf und zu zu machen. Im Ganzen muss ich sagen, weil der Helm echt wirklich schön runtergezogen ist, finde ich, hat er eine sehr, sehr gute, sehr angenehme Passform. Er ist relativ leicht. Klar, es ist jetzt noch nicht so richtig warm, deshalb kann ich zu der Belüftung noch nicht viel sagen, aber er hat große Luftschlitze, ist auch von der Oberfläche ja, sehr glatt, was natürlich bedeutet, wenn du irgendwo raufknallst, dass du halt auch über den Boden rüberrutschst, was natürlich auch sehr wichtig ist. Hat ein gutes, stabiles Visier. Rundum wirklich ein toller Helm. Ja, wenn ich neue Helme habe, mache ich es eigentlich immer so, dass ich das Innenpolster einmal rausnehme und natürlich wasche, weil ich natürlich nicht so gerne es mag, dass diese Chemie, die da grundsätzlich drin ist, bei der Verarbeitung dann irgendwann auf meinem Kopf landet und sich mit meinem Schweiß vermischt. Als nächstes sind mir die Schuhe auch kaputt gegangen und ich brauche halt einfach neue Schuhe und ich habe halt sonst immer diese Specialized-Schuhe gehabt, diese Flat-Pedal-Schuhe und diesmal habe ich mir welche von Giro ja, besorgt. Und der Giro ist jetzt auch im Radgeschäft, ist auch noch nicht so lange, also im Schuhgeschäft auf jeden Fall tätig. Und wie ihr seht, einmal sind die rot und die haben halt auch eine ziemlich, ja, eine Radfahrsohle, die wir natürlich von anderen Herstellern auch schon kennen, mit diesen, ja, sechs Ecken auf der Sohle drauf.
Wenn man halt auf die Sohle draufdrückt, dann merkt man, dass sie am Anfang etwas weich ist und dann aber relativ schnell einen harten Kern hat. Hat natürlich den Sinn, dass diese, ich sag mal so, diese Stifte von den Pedalen sich natürlich so am Anfang leicht in die Sohle einbohren und dann auf einen festen Kern stoßen, dass man dann auch einen super Halt auf den Schuhen hat. Hier vorne ist die Sohle etwas höher, das ist natürlich, wenn man halt vielleicht läuft, dass man ein bisschen mehr Grip hat und dann hinten auch, aber in der Mitte sind die halt relativ flach. Zusätzlich sind, finde ich, super verarbeitet und die Schweißnähte sind halt hier auch, oder die Verarbeitungsnähte sind halt so geformt, dass sie auch hier unten auf jeden Fall im unteren Teil wasserdicht sind. Und hier oben sind zwar Punkte oder so Löcher drin, dass die Atmungsaktivität gewährleistet ist, aber sonst auch vielleicht hier unten auch schon mal so Spritzwasser wenig reinlassen. Was mir sehr gut an dem Schuh gefallen hat, ist, das sieht man hier vielleicht, dass hier in dem Knöchelbereich sehr viel Material ist und dass man wirklich sehr gut den Schuh an den Knöchel anpassen kann. Und bei allen anderen Schuhen hatte ich immer so, dass da an der Seite Steine reingefallen sind. Das passiert ja auch hier. Jetzt wollen wir mal kurz was zur Sohle, und zwar, wenn du diese Sohle verwendest, wenn du den Schuh verwendest, dann macht es auf jeden Fall für mich so, habe ich festgestellt, da müssen die Pins von den Pedalen halt wirklich super gut sein und ein bisschen spitz, damit sie sich in diese Sohlen halt auch reindrücken. Wenn das nicht ist, hast du nicht so ein ganz gutes Gefühl, sicheres Gefühl auf den Pedalen. Und gerade wenn es schnell mit vielen Schlägen gibt und vielleicht du so ein bisschen vom Pedal runter vibrieren würdest, dann hält der Schuh nicht ganz so gut. Deshalb würde ich auf jeden Fall raten, wenn du einen neuen Schuh hast, vielleicht auch nochmal bei den Pins gucken, ob du die Pins von deinen Pedalen nochmal neu machst. Und sonst aber super Schuhe, Preis blende ich auch nochmal ein. Ja, kann man nichts anderes zu sagen. Ja, meine Klamotte, ich brauche natürlich für obenrum auch was. Und jetzt habe ich mir für das Frühjahr, vielleicht nicht ganz für den Sommer, auf jeden Fall Frühjahr und Herbst, halt so eine Art Hemd besorgt, was ich halt überziehen kann. Das ist ja total modern, diese Karohemden, diese Holzfällerhemden im Trail zu fahren. Ich wollte halt auch eins haben, was so bike-funktionell ist. Und da habe ich mir aus der Endura Humvee-Serie der Checke 2 Hemd besorgt. Und zwar, seht ihr hier, ist das auch in Rot, hat er diesen Karo-Effekt. Vorne eine Tasche und es ist so, dass ja, es halt vorne keinen Reißverschluss hat, sondern wie man sieht, halt diese Knöpfe, die man auf und zu knöpfen kann, was finde ich ganz gut ist, wenn man schnell an- und ausziehen muss. Wenn man zum Beispiel ja, was hier schnell im Train unterwegs ist und dann das Ding runterreißen will oder da eine gute Braut kommt und man will das mal zeigen, was man unter der Klamotte hat, das kann man natürlich auch anziehen. Dazu hat es natürlich hier noch Knöpfe, die man zumachen kann. Und insgesamt ist da so ein, ich sag mal, so ein leichter Thermostoff drin, der den Wind abhält. Und dadurch, dass es halt etwas weiter geschnitten ist, auch wenn man schwitzt, halt diese Wärme halt eigentlich durch dieses Offene abgeleitet wird. Dazu kommt es noch, ich habe hier noch die 1-Variante an, dass es halt ein bisschen länger geschnitten ist und auch die Nieren, wie meine Mutter mal schon gesagt hat, Matthias, wenn du rausgehst, zieh dir was über Nieren, die Nieren natürlich auch immer überdeckt sind. Und das ist eigentlich ein ziemlich pfiffiges Ding. Es hat einen Kragen und vor allen Dingen, wenn ihr vielleicht einfach die Radhose ausgezogen habt, zack, eine normale Jeans an, so wie ich jetzt, kannst du auch noch mit in die Disco gehen, wenn das wieder geht. Also sieht auch da noch gut aus. Ja, ihr wisst ja, Fahrradfahren ohne Hose macht wenig Sinn. Und da habe ich mir auch aus der Endura-Serie, die aus der MT500-Serie, die Stray Baggy Bag genommen. Das ist mittlerweile auch die dritte Generation. Und was kann diese Hose besonders? Sie ist hinten Regenhose und vorne normale Hose. Das bedeutet, dass wenn wir vielleicht gerade nach einem Regenschauer oder einem leichten Regenschauer drin sind und von unten viel Feuchtigkeit hochspritzt, dass der Po halt wie bei einer Regenhose geschützt ist, aber wir trotzdem vorne diese Atmungsaktivität und die Bewegungsfreiheit haben. Was hat die Hose noch? Ganz geil finde ich hier halt so ein Kleddy, dass man das noch verstellen kann. Aber was für mich extrem wichtig ist, dass ich hier eigentlich einen ganz normalen Gürtel einziehen kann. Und dieser ganz normale Gürtel, der sorgt natürlich dafür, dass die Hose da bleibt, wo sie ist, dass sie nicht runterrutscht und auch nicht hochrutscht. Und das ist für mich natürlich für eine Hose sehr, sehr, sehr wichtig. Dazu hat sie hier noch so ein Gummibündchen, dass sie halt nicht runterrutscht. Und sie hat relativ große Taschen, wo man halt auch noch was reinstecken kann. Und wo man die Tasche dann auch gut mit zumachen. Und ich zum Beispiel war so, dass ich meinen Autoschlüssel
immer in die Hosentasche reinstecke und dann über einen Karabinerhaken hier vorne noch sicher, damit der nicht verloren geht und ich ihn immer am Mann habe. Sonst hat es halt eine relativ gute Passform, oben ein bisschen ja, schmal geschnitten und von der Länge her geht es auf jeden Fall übers Knie und ist auf jeden Fall so unten geschnitten, dass du hier immer noch einen Protektor rüberziehen kannst. Also für den, ich sag mal so, für den frühjahrs-sommerlichen Herbsteinsatz, wenn es gerade geregnet hat, die beste Hose, die man eigentlich anziehen kann, weil sie ja diese Doppelfunktion hat. Ja, danke, dass du mir zugesehen hast. Das ist mein Video zu neuen Klamotten. Motto ist natürlich, rot ist das neue Grün oder rot ist das neue Schwarz. Ich werde jetzt mal die Klamotten überstreifen und eine Runde drehen und werde natürlich irgendwie immer mal Bericht erstatten, wie die Klamotte sich auf dem Trail geschlagen hat. Aber der erste Eindruck ist wirklich sehr positiv, auch wenn es so kleine Sachen gibt, die nicht ganz so geil sind. Aber ihr wisst ja, wie es immer ist. Das muss natürlich zu dir und zu deinem Körper passen.